Viel nackte Haut, aber diesmal nicht ihre eigene. Britney Spears hat auf ihrer Werbetour für ihre neue Dessous-Kollektion Station in Oberhausen gemacht. Dort präsentieren Models die von der 32-Jährigen entworfenen Spitzenhöschen, seidenen Negligés und Büstenhalter. Designt in Zusammenarbeit mit dem dänischen Wäschehersteller Change. Zur Enttäuschung der vielen angereisten Fans verteilte sie bei ihrem rund 10-minütigen Auftritt nur wenige Autogramme. Lächelnd, aber ohne ein Wort an die Menge zu richten. Nach Angaben des Wäscheherstellers Change war dies Britneys einziger Werbeauftritt in Deutschland. Ihre Kollektion war zuvor in New York, Warschau und London gezeigt worden.